So, da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Letzte Folge für mich heute. Kotzi, 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 kotzi. Kock. Ich hasse es einfach, dass Stress mich zum Kotzen bringt. Das war nie so ein Problem, aber das ist mittlerweile einfach ein Problem. Mich bringt Stress zum Schlafen. Das ist ja auch ein Problem bei mir. Ich kann ja nicht wirklich, also ich kann müde werden, aber ich kann nicht zu dem Punkt müde werden, als dass ich einfach so einschlafe. Obwohl, liebe, ich habe mich gerade vertan. Nervosität bringt mich zum Schlafen. Stress? Keine Ahnung, Stress ist so ein halbes Dopingmittel. Kommt drauf an, was für eine Art von Stress. Ich habe keine Nervosität. Ich habe Stress. Ich komme gar nicht zu dem Punkt, wo ich Nervosität entwickle. Das habe ich nie. Ich habe einfach immer nur Stress. Sind doch eng miteinander verwandt. Sind aber was anderes. Ja. Was? Er bringt da die Musik dann an. Deswegen meinst du so. Oh, die Musik bei mir eigentlich nicht. Warum hat die sich... Irgendwann hat sich der Stream bei mir einfach abgeschaltet. Will irgendwie auch ein bisschen offener werden mit dem, wie ich über Sachen rede. Statt mich immer an irgendwelche Grenzen zu halten, die ich sonst so als Mensch immer drin hatte. Was für Grenzen zum Beispiel? Ich habe so eine Art, dass ich sehr höflich bin. Ich nicht. Das sagen aus irgendeinem Grund halt immer Leute, also gerade Erwachsene über mich. Und ich habe ja nur mit Erwachsenen zu tun, also von daher. Ich bin auch oft gesagt, dass ich höflich bin, aber ich bin halt nicht höflich, ich bin einfach kein Arschloch. Über mich wird immer gesagt, ich respektiere meine Vorgesetzten immer sehr. Das sagen Leute auch, dass ich respektvoll bin, aber nein. Respektiere dich nicht, ich bin einfach kein Arschloch. Noch habe ich dir das Messer nicht in den Rücken gesteckt. Ja, das stimmt. Ist das das, was sie da im Endeffekt aussagen, oder wie? Heute Morgen ist ein Krankenwagen an mir vorbeigefahren. Heute Morgen ist ein Krankenwagen an mir vorbeigefahren. Darum bin ich blutverschmiert. Das wäre, wenn er mich angefahren hätte. Nein, an dir vorbeigefahren. Da ist dann das Blut alles hinten rausgekommen. Drive-by. Da war gerade eine Frau so mitten in den Wehen. Also ich dachte, weil irgendein Typ hinten das tut halt Drive-By, die halten die dann so hinten am Rücken dann da raus. Du siehst die komplette Leistengegend da einfach nur von der, die schießt dir dann da so ein Kind entgegen und das wird dann wieder zurückgezogen mit der Nabelschnur. Ich dachte, du meintest das im Sinne von, dass der hinten ein Typ rauskommt. Ich will das Buch nicht nehmen. Fuck im Spiel. Dass da hinten ein Typ was guckt, der dann Blutpäckchen wie Wasserballons wirft. Kann der jetzt mal sterben? Fuck you. Ich habe halt kaum Energie. Ich kann nicht kämpfen. Das ist so ein mini kleines Fitzelchen. Gut. Bitte nimm nicht das Buch in die Hand, Charakter. Danke. Achso, das sind die schon tot, okay. Ja, ich musste die ja erstmal killen, weil sonst hätten die dich einfach wieder gekillt. Warum ist der grün? Keine Ahnung, ich habe dem die Beine abgeschlagen, dann konnte er nicht weiterkämpfen. Häufig
Aktivität. Effektiv. So, ich muss jetzt warten, bis mein Inventar geladen hat. Ja. Zurückgezogen an der Nabelschnur wie so ein fucking Jojo. Nein, du hast da dann auch so ein Kettengeräusch. Get over here. Baby grappelt dich. Okay, ich sag dann einfach nichts. Ach, guten Tag. Ich muss übrigens warten, bis meine Waffe wieder rauskommt, nachdem ich im Inventar war, bevor ich überhaupt irgendwie mit der Welt interagieren kann. Nachdem das Inventar schon so lange geladen hat. An mir ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Warum will der nicht sterben? Keine Ahnung. Der ist noch nicht mal vollends geladen bei mir gewesen von der Textur. Gut. Ich glaube, der stirbt gerade nicht, weil du die ganze Zeit weiter auf ihn drauf schießt. Siehst du? Gut. Gut gemachtes Spiel. Good job, Ender Games. Ich meine, der hatte gerade auch nicht mal seine Textur bei mir geladen. Ich muss raus. Angeblich wird dieses Kind übrigens gemobbt. Ich dachte, du sagst jetzt gesucht. Nee, mittlerweile ist der schon älter, aber wird wohl immer noch dafür aufgezogen. Ja, ne? Obwohl der kaum noch so aussieht, glaube ich. Kiss a cruel check. Jede Frau, die so auf dieses Meme drauf reagiert, ist halt immer nur. Oh. Also ich weiß nicht, was er dann für ein Problem hat damit. Scheiß auf die Meinung von Männern darauf, würde ich mir so sagen. Weil es mir das cool ist. Ja gut. Aber die würden auch oh sagen, oder nicht? Kommt drauf an. Sind die ein Bär? Würden die dann einfach sagen, boah, was eine Pussy. Boah, was eine Pussy, die will ich. Oder was? Nö. Ich hasse Gendernorm. Ja. Er ist doch einfach okay. Und das meine ich ernst. Zieh dir die Hose runter und scheiß die Leute an. Diogenes. Diogenes Prime. Diogenes Prime Projektilfest. Projectile Vomit. Projectile Shitting. Kommt eine Frau angelaufen. Okay, danke schön, nehme ich.
Die hat einfach schon vorher den Kopf verloren, bevor du geschossen hast bei mir. Gut. Wie lang ist die Folge? 10 Minuten. Du musst hier rein. Ich hab grad... Jetzt kann ich hier nämlich auch wieder nichts rein tun. Linken Grund hatte ich gerade kurz im Kopf, dass wir 10 Minuten früher angefangen hätten, als wir angefangen haben, aber das haben wir nicht. Ich hatte als Kind immer das Problem, dass mir die Nase oft gelaufen ist. Blut gelaufen oder Rotz gelaufen? Rotz gelaufen. Das habe ich immer noch. Ich habe mir dann immer nur nicht den Handrücken, sondern den Armrücken dafür genutzt, weil ich habe keine Taschentücher dabei gehabt. Und Taschentücher waren nicht gut für mein Naseninneres. Gut. Ich habe immer das Problem, dass mir das komplett die Nase aufratscht. Von innen. Wie fucking weich bist du? Ich bin innen weicher, als dass ich außen bin. Deswegen habe ich nie als Kind geheult, als ich mir irgendwie das Bein mal aufgeschlagen habe. Aber wenn ich dann beim Zahnarzt war, war das schlimm für mich. Also jetzt nicht mehr, aber vorher schon. Normales Taschentuch oder so ein Küchen? So ein normales Taschentuch. What the fuck? Weil ich da dann so oft rangehe, dass mir die Nase dann nachher bluten muss. Beim Küchentuch würde ich es ja noch verstehen. Fickert das richtige Wort nicht denn? Ne, das ist halt wahrscheinlich, weil es gekoppelt ist mit dem Hefetrin, ja? Gekoppelt ist mit diesem raus Schnurfen da und dann noch mit dem Taschentuch drüber bewegen. Harter Grund. Okay, Virginia. Was? Da kam gerade einfach nur die Frau hier an, hat eben so ein bisschen Akrobatik gemacht, hat die dann getroffen. Gut. Jetzt mal Virginia in Ruhe lassen. Siehst du mal, das hast du davon. Warum wird Harry eigentlich hierfür bestraft, dass er Crucio und Imperio angewandt hat? Weil Voldemort da war. Über Pennen gehen. Okay. Oh, Bett. Da hinten. Ja, trotzdem hat er dadurch einen fucking Kobold umgebracht. Da wird mir stinken, wenn ich sterbe. Ist gerade irgendwer vor meinem Gesicht rumgelaufen. Hallo, gut. Frau. Ich wollte da gerade so einen komischen Breakdance-Move vor meinem Gesicht machen, hat es nicht geschafft. Breakdance. Virginia mag uns wieder. Okay. Wir haben geholfen, deswegen. So, ganz so viel sollte es hier ja jetzt nicht mehr sein, dann sind wir bald fertig.
Wahrscheinlich nächste Session. Machst du auch noch was? Natürlich schneid es jetzt. Das würde überhaupt nicht gleich laggen. Ach, das ist schon alles Eis. Und da ist der Lag. Ich hasse es halt wirklich, dieses dämliche sich verschließen davon, irgendwelche bestimmten Themen ansprechen zu dürfen. Weil das macht dich auch irgendwann einfach verrückt. Dass du halt nicht dieses Ventil hast, das irgendwo halt rauszulassen auch. Haben, aber dann haben gewisse Leute einfach das Gespräch woanders hingeleitet und sind dann einfach abgehauen. Und arbeiten jetzt nicht mal, obwohl wir dann fertig wären, fast schon. Müsste eigentlich mal Pokémon Legenden Arceus weiterspielen. Habe ich einfach nicht weitergespielt aus irgendeinem Grund. Gut, ich wollte da auch erstmal irgendwie an dem Pokédex ganz viel machen. Und das ist halt sehr repetitiv und langweilig. Achso, wahrscheinlich ist da generell der Computer gerade abgestürzt oder so. Gut, meine Kopfhörer haben wieder irgendwas. Jetzt höre ich nicht mal mehr was. Und PC crasht nicht. Okay. Ja, ist ja eh egal. Wir haben nur noch eine Minute. Aber ich glaube, das mit den Kopfhörern ist eine Ausrede, ja? Cool. Kyo. Was? Kyo. Fuck you. Nö, du hast nur Kyo gesagt. Kyo. So, 15 Sekunden noch geben. Was? Ich. Fuck you. Arschloch. Kyo.
Warum fühle ich mich gerade so klein? Jedenfalls werden wir vermutlich in der nächsten Session hier den Boden fertig haben. Dann können wir die Wände hier auch endlich machen. Und dann müssen wir uns mal Gedanken drüber machen, wie genau wir das hier aufbauen wollen mit den generellen Gebäuden hier drin. Ja, ne? Was wir wieder rumlegen, sobald wir da irgendwann eine Decke drauf machen oder so. Ja, aber das kommt erst später. Wir sehen uns dann nächste Session. Ciao. Auf geht's.